Grabkammer der Hier Teamliga-Königin. würde ich gerne Johanna spielen. Ja, gern, wenn du das möchtest. Ja. Nichts gegen. Gesagt, brauchen einen der Bot lane. Das könnte ich mit Leoric machen. Oder gegebenenfalls mit einem Speck. Je nachdem, was die Gegner picken. Ja, oder falls das ist auch nicht schlecht hier. Ja, den kann ich aber nicht. Das müsst ihr halt anders machen. Sonst würde ich ihn noch bannen. Marley, möchtest du noch mal Jaina machen? Wen soll ich bannen? Ja, bann Dann mal machen wir Sandro. Fight. Ne, warte mal. Wen? Willst du falls ja? Sylvanas würde ich eher sagen. Ja, oder bann Sylvanas, ja. Bann Sylvanas. Warte mal, überlegen. Bernd, kannst du einen Healer irgendeinen für Notfall? Klar, weißt du doch. Ich kann Malph und Karazim Karazim und machen. Malph, ne? Ja. Falls sie jetzt First Pick Samuro machen, könnten wir überlegen, tatsächlich Doppelmatch zu gehen. Dann mache ich einen Keltas. Meinetwegen. Joanna Keltas? Oder. Ja, komm, lass mal Joanna Keltas machen, Ja. oder? Ja. Ja, und Wir hoffen, dann. dass der Malf nicht weggeht. Und dann macht der Bernd Malf, würde ich sagen. Malf, der Kai Kerrigan und die Marley noch Jaina. Bumm. Gut, aber dann würde ich auch als nächstes einloggen wollen. Den Karasim, den, ja, Den den Malf, Ball. ja. Ja, natürlich, klar. Oh. So, was ist die größte Gefahr? Die größte Gefahr für Mages? Das können wir jetzt bannen. Tracer. Aber das werden die nicht picken. Thrall. Ja, genau. Ja, Thrall Oder? vielleicht auch. Thrall, würde ich sagen, ja. Der hat Zauberschild, der hat Thundering, der divet gut rein. Das ist schon. Also normalerweise bin ich ja kein Freund von Doppelmage, ne? Das ist eigentlich nicht gut, aber wir haben ja noch eine Kerrigan dabei und gegen Samuro ist das stark. Und falls ich wirklich Malph kriege, habt ihr ja noch den gelegentlichen Mana-Heal. Ja. Haben wir gerade schon mal gegen die gespielt? Nee, ne? Die Weber. Möge Elun uns Stärke Und gewähren. Kerrigan. Dann können wir zur Not, falls sie jetzt irgendwas Krasses picken, womit wir nicht gerechnet haben, mit dem Doppelmatch uns auch nochmal anders überlegen. Möge die Elo uns Stärke gewähren. Ich braucht mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Sauber. Ach, wär ich doch bloß Leorin. Ah, so ist das. Ja, ich würde sagen, Jaina muss go. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Ich versuche mein Bestes zu routen. Ja, Hauptsache, du Ring wirst auf nicht greedy, ne? Osten. Das Wichtige ist hier nicht sterben. Das ist ja auch immer bei Malph das große Problem. Er möchte dann gute Root-Felder setzen und eine gute Renn vor. Silence-Ulti machen. Rennt rein, zahlt für die Silence-Ulti und stirbt dann. Das ist mir auch schon ein paar Ach, Mal ich bin kaum mit passiert. Malph in meinem Leben gestorben. Ich mach das schon gut. Na gut. Wer nimmt Bot dann? Wer Bot? Wer macht Bot? Jaina, würde ich sagen, erstmal. Und der Rest roamt top Mitte. Ja. Und wenn was geht zum Abholen. Ja, und wenn, dann lieber Genau. nicht. Ja, Kerrigan muss sowieso roamen. Die ist ja Roam Hero. Malphite auch Genau. wegen Rootfeld. Joanna auch wegen dem Wave Clear. Also bleibt nur noch Keltas oder Jaina Bot macht.
Ich glaube, Jaina kriegt es mit dem Eisregen ein bisschen besser hin. Und Keltas muss ja auch die Stacks sammeln für den Flamestrike. Genau. Da sind wir alles durch. Die Schlacht beginnt bald. Und das Schicksal meint es heute nicht. Dementsprechend Jaina erstmal gut. Bringen wir es hinter uns. So, Keltas schon mal getroffen mit dem Rootfeld. Wir sehen ja, wie es läuft, wenn. Ja, wir müssen ein bisschen langsam machen. Ich habe am Anfang voraus, ganz kleine Lecks. Mali, bist du da? Ja, ich habe dem Hund die Tablette gegeben. Okay. Nicht greedy werden, Leute. Na, lecker. Jetzt ist es weg. Liegt das denn an deinem Computer oder an der Internetverbindung, weißt du das? Nö, das ist, wie gesagt, seit letzter Woche. Ich hoffe, die neuen Update weggehen. So, alle hoch. Ja. Töte den! Ah. So, alle runter. Mitte wieder. Ich hab mein Talent gleich voll. Komm wieder top. Müssen wieder Mitte, ne? Ja. So, wieder top. War talentvoll. Jetzt ist egal, wenn ich sterbe. Talentvoll, jawohl, ganz gut. Minute 3. Sag, wenn jemand runtergeht, ja. Aschalanore! So, wieder Mitte. Ja, ganz schön krass, unser Moro, ne? Dann geht mal ab, weil wir haben es voll. Ja, Payment. So, noch kurz das eine Level voll machen und dann nochmal fighten, dann haben wir nämlich Talent Lead.
geh zurück. So, passt auf, gib ab. So, jetzt gehen wir wieder runter, also Mitte. Vorsicht, top sind die. Nicht, dass sie da was pushen. Guys. Mal die Vorsicht, kommen lieber ein Stück zurück. So soll es sein. Ich muss aber mal zurückporten. Aber ich habe unten eingerissen. Ja, wir drücken Mitte jetzt. So, wieder hoch. Na, die können jetzt eigentlich auch mit uns mitlaufen. Jetzt muss man gucken, wir gehen runter, dass sie nicht bezahlen. Ah, zu spät. Müssen wir der Vorsicht. Vielleicht sind wir 10. Erstmal Mitte dürfen. In der Tat. Da unten. Eine Macht schwindet. Mehr, wir machen unser Hardcamp. Oder stellt euch meinem Zorn. Ich bleib mal auf der Lane, dass wir mit XP bleiben. Ja, halt nicht sterben. Midlane ist weg, ich versuche mal unten zu bezahlen. Okay, da hätte mich der Samuro fast gekillt, deswegen bin ich mal dezent weggelaufen. Dankeschön. Lass mal bezahlen, Kinas. Wir haben genug. Die Sonne. Mehr als genug. Meinen Pfad. Boah. Voll überfahren. Wir gehen jetzt mit und deffen den Hardcamp. Ja.
instant weg. Jo. Wollen die mal fighten? Die sind oben. Mitte, pushen. Erst wenn wir 13 sind, ja, Mitte pushen. Pushen. Bad Focus. Alle sind mit 10% weggekommen. Ein gerechter Tausch. Da freut sich der Samuro. Hat er auch mal einen Kill gemacht, ne? Good job. Good job, guys. Zurück und Top Lane. Dingern. Und am besten direkt nochmal fighten, also top nochmal eindrücken, würde ich sagen. Und ich würde schon zu gerne abgeben. Ja, dann mach das so. 26 Dingern. Mach das. Na, jetzt nicht rennen. Ja, nicht weit weg. Ich wollte gerade sagen, ist ja direkt hier. Wenn nicht, wenn die jetzt kommen, fallen wir zurück. Bin wieder da. Ich hab alles bei der Bank abgegeben. Vorsicht, die Ultis laufen zurück, 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 zurück. Die Jaina hat einen Strahl. Boah. Ja, Mist. Ja, geht lieber zurück. Ja, easy! Mage Power! Sagen wir mal, also von ihm kennt auch dann mal. Ich kann hier nochmal 26 ins Schwein werfen, das mache ich auch mal kurz. Aber eben 16 Soaken, bevor wir wieder fighten, ne? Ja, wir machen jetzt easy, dann geht man nochmal ab. Fights vermeiden, 16 werden und dann nochmal fighten mit Talent Lead. Und jetzt nochmal einen Fight suchen. Da in der Mitte die Liming, die will was. Die will was. Da hat der Samuro leider sehr schnell überfahren. Ja, mich auch. Der war nix. Ja, bisher geht's noch, wenn ihr wegkommt. 2 für 3 ist okay. Ja. Ah. Das Problem war, Mali und ich sind vorgelaufen. Wir dürfen als Mages auch nicht vorlaufen. Muss der Tank machen und Kerrigan. Zu fünft hier. So soll es sein. 10 Sekunden noch heute. Ich hab einmal gepackt, so schnell tot. Ist ab? Einmal abgeben. Ich bin dabei. Jo. Yeah.
nach Top pushen jetzt. Genau, Top. Alle Mann. Weiter, weiter Top-Waschen. Okay, die kommen. Good job, good job, good job. Push oben, Arne. Vorsicht, Vorsicht, Atan ist hier. Body Block. Ah, da müssen wir vor aufpassen, wenn die uns diven. Nice Kombo. Na, tschüss. Den schafft er auch ohne mich. Wir können mit der Spinne vielleicht ein bisschen. Nee, top, 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 top. Keep. Noch sind alle tot. Diablo released jetzt mit Morales zusammen. Da kommt lieber das macht gut. Das hat da keinen Sinn. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ja, wir gehen zum Easy Camp. Nächster Fight erst wieder mit 20, ne? So, Mitte jetzt. Mitte, noch? Ja, genau. So soll es sein. Sparschwein. Ja, können wir machen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Samuro und so, die wollen nach hinten und der Atan ist und auf unsere Mages drauf. Deswegen nicht zu deep gehen. Wir deppen jetzt hier in der Mitte. Kommt gleich wieder. Ja. Pushen oben aus. Ja. Mal unten drückt. Und dann gehen wir zu unserer Hardcamp. So soll es sein. Gehen unten, die bezahlen unten. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal fighten, weil die noch sind die nicht 20. Die sind oben gewesen. Wenn gleich 20 sind, wird es schwieriger. Der
Strahl auf Jaina, laufen, laufen, laufen. Ja, ab jetzt wird's schwieriger. Fokussen uns direkt immer. Ich lebe hier noch, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, die machen jetzt einen Boss. Aber unser Camp pusht noch. Ich glaub, die, das Keep werden die verlieren, wenn die nicht dürfen. Nee, die haben Mule. Die haben Mule. Die verlieren das trotzdem, wenn die jetzt nicht dürfen. Siehst du? Und der Boss ist noch heiß. Ja, wir sind zurückgeportet. Voll, ich glaub nicht alle, ne? Vielleicht machen wir den. Ja, ja, wir sollten mal gucken. Vorsicht, nicht rein, nicht, ja. Besser, besser deffen, als deffen. Da reinrennen und sterben. Ja, ist doch gut. Ich bin halt gleich da. Lass sie lieber das Kiefer nehmen und gehen nochmal um das letzte. Nur zurück. Boah, wer hat denn den Damage gedrückt? Ja, der Muro. Oha. Oha. Ja, ihr seid schon wieder zu deep gegangen. Meinen Pfad. Ich warte auf die Juwelen. Bringt sie zu den Altaren. Gott, jetzt nur noch zusammenlaufen. Wartet beim Hardcamp. Das geht gleich wieder los. Alle unten. Wir haben gesiegt. Ich danke. Lass uns mal oben die Lane zurückpushen. Mit. Oh, oh. Ja, zurück, 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 zurück. Ab zurück. Pushen oben gegen. Ja. Wir haben auch keine Coins. Ja. Pushen oben jetzt aus. Richtig. Und nicht alle eure Fähigkeiten hier immer bei den Lane-Mobs verbrauchen und wenn danach ein Fight ist, habt ihr alles auf Cooldown, nicht? Alles abgeben, bitte. Auto-Attacks reichen. Die
Good job, good job. Einer stirbt, das ist nun mal so. Wollen wir Core versuchen? Würde ich sagen. Aus Pain. Auf jeden Fall. Pain und Core. Kurz abgeben und dann los, genau. Wir gehen Mitte. Ja. Warten. Ja, komm ab. Nicht warten, sonst releasen die. Dann brauchen wir es gar nicht versuchen. Zum Schluss noch mal gestorben. GG. War cool. Echt, aber sieht man mal, wie ein Fight alles wenden kann, gell? Wir haben ja, alle klar. Keeps noch gehabt. MVP. Das hat der Timo so eine Theorie entwickelt. Vielleicht kann er die mal ganz kurz erzählen. Meine Theorie ist, dass der Keltas, also Ashalanore hier, verdammt gut gegen Samuro ist. 131. Generell, Mage, gut ja. Gegen Samuro 131k. Woo! Aber ein schönes Spiel, war gut.